Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dick, hässlich, verzweifelt und suchst den Mann deines Lebens, dann melde dich im Channel, den Mann hier ist kein Platz für dich. Seht ihr, was das ist? Seht ihr, was das ist? Ja, es ist Ghost und es ist live. Warum live? Weil es keinen Kinomodus gibt und weil ich zu faul bin, immer alles live aufzunehmen. Und außerdem warte ich noch ein bisschen auf Performance-Patches, bevor ich so richtig lossuchte, weil seht ihr hier, Bildqualität normal, anisotropische Filterung normal, Motion Blur, also Verschwimmung aus, ja okay, das habe ich eben aus, aber kein Anti-Aliasing, hier gerade mal die Sachen, ah das ist normal, die Auflösung bis auf Wasser, das kannst du nicht auf normal, das kannst du auf Low oder High stellen, das ist ja mal richtig schwul, ne? Aber egal, die Patches werden schon noch kommen. Wer meine Stats sehen will, hier sind sie, ich habe noch nicht allzu viel gespielt, wie man hier sieht, bin aber schon Level 19, was heißt, dass ich schon, recht viel gedingst hab. Dann hier, bin auch schon in einem Clan, also denke jetzt nicht, ihr könnt mich irgendwo einladen. Hier, mit dem Star Tasty, wisst ihr ja alle. Ja, da bin ich, da bin ich, ja, da bin ich. Ja. Ich habe inzwischen schon 6 Soldaten gekauft und, hier, sämtliche meine Squad Points, die ich noch übrig hatte, dann auf dieses Set hier verschwendet. Also hier, das ist meine, also hier habt ihr mein Set, Bison, also es geht eigentlich mit jedem SMG, einfach Magazinerweiterung und Muzzle Break, also Mündungsbremse, wenn ich jetzt richtig übersetze, drauf. Dann ist es perfekt so, Tarnung könnt ihr nehmen, wie ihr wollt, ich würde dann die hier nehmen, aber unser Clan ist gerade mal auf Level 23. Dann sekundär habe ich keine, also das gilt jetzt für alle meine SMG-Spezialisten-Sets. Hier hat jeder Dings, jeder Charakter wird ein anderes Set haben, das ist jetzt SMG-Spezialist, das wird dann, glaube ich, SMG Assault, ja, so sieht's aus. Und dann werde ich hier erstmal alle SMGs kaufen und so, aber davor werde ich hier erstmal sämtliche meiner Soldaten kaufen. Ups. Und jetzt hier habt ihr mein Set. Hier alle meine Perks. Hier meine Streaks. Und hier meine Bonus-Streaks sind Blind Eye, The Trap, Attack Resist und Blast Shield, dass mich auch ja nichts killt. So, ich spiele wie immer ohne Schalldämpfer. Und dann war es auch so viel dazu, denke ich mal. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel. Ich habe keinen Bock hier allzu lange rumzureden. Ich komme da bestimmt in eine laufende Lobby rein. Beispiel. Stormfront, okay. Schaffen wir. Ich bin noch relativ neu und schlecht in dem Spiel, wie eben in jedem COD bin ich am Anfang schlecht, deswegen, das ist so erklärt sich auch meine 09er KD in Black Ops 2 und meine, nee, in MW3. Das sage ich generell oft, weil ich einfach, ich habe keine Reflexe mehr. Ich weiß nicht, wie ich damals immer so gut sehen konnte und so, aber inzwischen habe ich, ich weiß auch nicht, meine Augen, ich weiß nicht, ob die schlechter werden, aber ich sehe die Gegner einfach immer schlechter und schlechter und immer langsamer. Hi, I'm recording. So, wir spielen natürlich das Standard-Set. So, ich kann jetzt nicht mit dem spielen. Ich will jetzt hier erstmal dieses eine Gameplay für euch reißen. Ich werde bestimmt keinen Camp bekommen. Und in dem Fall, auf geht's! Hier hinten ist schon ein Mate, hier könnten noch welche sein. Das ist im Übrigen mein erstes Match heute, wir haben gerade mal 10 Uhr morgens, also wundert euch nicht, wenn ich irgendwie schlecht bin oder so. Bin ich jetzt hier gelandet. Hier ist einer. Achso, das war ein Mate. So, hier habt ihr meinen ersten Kill für heute, von heute. Whatever. Hier ist eine Flash in die Luft gegangen, ich hoffe die war freundlich. Sonst sind wir gleich von hinten weggesnackt. Shit. Helft mir, Leute! Oh, gegnerische Satcom, ich habe solche Angst. Nein, habe ich nicht. Ich finde schön, dass die UAVs eigentlich aus dem Spiel jetzt sozusagen rausgenommen haben und nur noch Satcoms haben. Weil, wo kommt der denn her? Boah. Peinlich. Also und, na, wenn ich schon hier spawnen, kann ich ja wahrscheinlich auf ihn geiern.
Ja, der Kerl ist irgendwo. Anders hin? Egal. Und deswegen gibt es jetzt keine UAVs mehr, deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Tubes, zum jetzt die UAVs runtergehen und so. Und generell ist es geil und irgendwie jetzt nicht mehr so einfach, wie es jetzt in Black Ops 2 ist, wo es sogar Equipment dafür gibt. Deswegen gibt es dann auch weniger Tube und so. Wo war der Kerl? Er ist noch da. Was? Okay. Egal. Oh, will ich mich verarschen. Jetzt schon eine IMS. 6:2. Enemy Satcom spotted. Habt ihr gesehen, wie langsam mein Reflex hier war? Da seht ihr einfach mal, wie schlechte Augen ich hab. Deswegen spiele ich auch mit Dead Silence und Amplify, also Totenstille und Verstärken. Weil das gleicht meine schlechten Augen aus. Ohrenreflexe habe ich jede Menge. Aber Augenreflexe habe ich einfach keine, weil meine Augen so schlecht sind. Ich sehe jetzt ohne Brille und ohne Kontaktlinsen einfach nur 20% Schärfe. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie schlecht ich eigentlich sehe. Und ich spiele momentan nur mit Brille, ansonsten spiele ich eigentlich mit Kontaktlinsen, aber am Wochenende spiele ich nur mit Brille. Einfach aus dem Grund. Weil. Moment mal schnell, hier geht wir stecken. Einfach aus dem Grill, dem Grill vor allem. Einfach aus dem Grund, weil ich mit Kontaktlinsen besser sehe, aber am Wochenende immer zu faul bin, die Kontaktlinsen reinzutun. Deswegen scheiße ich mal auf diese 15% Schärfe-Bonus. Ja, spielt mit Brille. Schlimm ist es ja nicht. W3 kann ich immer noch Moabs reißen, Black Ops 2 kann ich meistens noch auf den Loadstar kommen. Aber es wird irgendwie. Es wird kein Qualitätsgameplay, deswegen. Wo war der jetzt? So war das. Okay, das war dumm. Das ist wie im Battlefield, wenn ihr einen killen wollt und dann. Und dann findet ihr ihn nicht mehr. Der campt dann irgendwo, da hinten war einer. Oh, sagt mir jetzt nicht der. Der Typ ist so schlecht, der Flo-Rider. Egal, aber das Knifen ist cool. In dem Spiel. Außerdem, was mir auch aufgefallen ist, jeder regt sich immer über dieses Spiel auf. Ist es bei jedem neuen COD so? So, MW3 ist draußen, Black Ops war so gut, MW2 war so gut. Aber stimmt auch, die Spiele sind wirklich besser und mitunter einige, zwei der. Die zwei besten CODs für mich. Ich habe COD 4 nie gespielt, sorry Leute. Dann, aber ich hab's jetzt nicht, dass ich jetzt Gameplays reißen könnte, weil ich selber hasse nicht. Ich spiele meistens über einen Freund. Oh, IEDs. Ich hasse solche IED-Noobs. Minen sind eh das Dümmste in jedem COD. Aber egal. Und dann, als Black Ops 2 rauskam, oh, Black Ops 2 ist so scheiße, MW3 war ja dann noch besser und. Also, dass der nicht sterben wollte. Und dass jetzt jeder auch noch so MW3 rumgeflamed hat. Oh, diese Knifing Range ist auch unglaublich. Und da frage ich mich, ist doch egal, Mann. Jedes Spiel ist ein COD. Stellt euch vor, es gäbe keine anderen CODs. Es gibt nur MW3 oder es gäbe nur Black Ops 2 oder es gäbe nur Ghosts. Dann würdet ihr das spielen und ihr würdet das Spiel genial finden. Also hört auf, euch aufzuregen. Ja, meine Augen sind schlecht. Ich sag's euch gern nochmal. Und genauso ist es jetzt hier bei Ghosts. Jeder flammt sich so rum, Ghosts ist so scheiße und ich hasse Schalldämpfer im Übrigen. Weil ich nie weiß, wo die Gegner da sind. Und. Nee, das ist nicht scheiße. Spätestens wenn ein Black Ops 3 oder was auch immer als nächstes kommt draußen ist, werdet ihr wieder denken, oh, Ghost war so gut und so. Also hört auf, euch bei jedem neuen CD aufzuregen. Black Ops 2 hat sich jeder aufgeregt, oh, jeder Gegner schluckt mindestens 10.000 Kugeln und hier regt sich jetzt jeder auf, oh, jeder Gegner schluckt ja gar nichts mehr. Wenn ihr so schnell sterbt, sterben die Gegner auch so schnell. Da gibt's nichts, was unfair ist. Seid einfach nur dämlich, das ist alles. Hört auf, euch aufzuregen, jedes Mal, wenn ein neues COD draußen ist. Ihr seid dumm. Ihr seid eine Schande für alle COD-Fans. Sniper sind in dem Spiel richtig overpowered. Ich habe selbst noch nicht gesniped, weil ich will eine gute KD mit Snipern, deswegen hebe ich mir das auf, wenn ich mal endlich alle Maps und so kenne. Weil die Map kenne ich selber auch noch nicht, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich bin ja diesen Ding da vorne, oder hier war das, glaube ich, untergejumpt und ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich bin.
Ja. Ist das dann auch meine Meinung zu Ghost? Das war meine Meinung zu allen CODs und so. Was ist dieses Piepsen, das ich hier höre? Oh. Das war jetzt heldenhaft. Oh, und der Gegner hat einen Hind. Egal, stört mich nicht. Ich hab zwar kein Blind Eye, aber. Stört mich nicht, denn. Dafür eh meistens in Häusern und so rum. Was war das? Ilstro, was hat denn der? 1912, oh, Care Package. Dieser Lacker. Aber ich finde schon, dass das nur Care Package ist jetzt. Nee, nicht unbedingt, aber man bekommt Care Packages nicht mehr als normale Streaker. Das heißt, wenn man Pech hat, bekommt man da gar nichts. Wo denkst du, so Noobs, die einfach nur 4 Kills machen müssen, kommt dann Care Package und dann was weiß ich was drin. Das ist scheiße. So finde ich das auch ein bisschen besser. Und außerdem. Nee, doch, das ist falsch. Ich finde es trotzdem besser so. Ich finde, mit dem Spiel haben sie überhaupt nichts. Da habe ich bei dem gerade den Namen nicht gesehen. Der Hein schießt mich an. Von dahinter schießt mich dieser Camper Pro an. Hat er mit der Vepr gespielt. Und einige Waffen, die sind eher so scheiße, dass die eigentlich nur noch unnötig sind, wie zum Beispiel die Vepr. Oder zwei Sturm. Ne, ein Sturmgewehr war scheiße. Das war das allererste. Wenn du das mit dem zweiten Sturmgewehr vergleichst, das hat nicht einen Vorteil gegenüber dem zweiten. Das eine ist, die SA, das andere ist die SC. Und ich weiß nicht, welche ist. Aber das man zuerst freistellt, das ist stärker. Oh, der Typ ist gut. Pixelmaniac, mein Respekt. Und mein Neid, weil du Augen hast und ich habe keine Augen. Ja. Das war ein bisschen zu so ein überdreht. Was ich auch cool finde ist, die Map und so hat jetzt immer blaue und orangene Punkte, das heißt ich brauche kein farbenblindes List mehr. Ich bin zwar nicht farbenblind, aber es sieht einfach geiler aus. Wenn man jetzt das trotzdem anmacht, das ist einfach alles, was rot ist, wird pink. Das wird pink, das wird pink, das wird pink. Das ist dann einfach so wie ein Hello Kitty COD. Das finde ich extrem geil. Habe ich auch immer mitgespielt, aber das ist. Der Nachteil ist. Ich weiß auch nicht, was war das mein Final? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall GG. 11 zu 14. Peinlicher Score, aber egal. Live Commentary ist Live Commentary. Nee, ist auch nicht mein Final. Wow. Ah, ich wollte Damn Skills schreiben. Aber egal. Pixelmaniac schreibt Home. Das Spiel ist auch extrem laut, aber ich mag das Spiel, wie gesagt. Ghost Videos wird es wahrscheinlich dann geben, wenn. Ich mal seine KD sehen. 0,7. Und das leckt extremst rum. Also Ghost Videos wird es dann geben, wenn ich endlich mal alles freigeschalten habe. Mir fehlen da noch grob 2000 Squad Points. Mir fehlen hier auf jeden Fall 200, 300, 400 und 500. Also insgesamt 2 mal 2 und 3 sind 5 und 4 sind 9 und 5 sind 1400 fehlen mir auf jeden Fall. Dann noch jede Menge für Waffen und so und für Streaks und was weiß ich nicht alles. Und ja. Also demnächst wird es erstmal keine Ghost Videos geben. Ich hoffe ihr... Hab Spaß mit dem Craft 4 Let's Play, das nebenher so läuft. Ich werde dann bald auch ein Warframe-Video hochladen und ich werde da mehrere Warframe-Videos machen, weil Warframe einfach das geilste PC-Spiel der Welt ist. So viel war's dann auch von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und man sieht sich. Bye!